Grüße, lieber Krebs. Es ist eine Ehre, dich auf dem Kanal Taro Atemporal begrüßen zu dürfen. Ich möchte dir meine Dankbarkeit dafür ausdrücken, dass du dich mit deinen Kommentaren und Likes uns angeschlossen hast. Wir werden die Energien erkunden, die dich umgeben, um Klarheit über die Botschaften zu erhalten, die das Universum für dich hat. Denk daran, dass es allgemeine Lesungen sind, die du dir ansehen und anhören kannst wann immer du die Botschaften dieses Videos aufnehmen möchtest oder wann es in dein Leben getreten ist. Im Allgemeinen wirst du in den kommenden Wochen in einen Fluss von Veränderungen in deinem Leben eintreten, und jede dieser Veränderungen hat einen Zweck. Sie kommen, um Dinge zu beseitigen, die keinen Wert in deinem Leben generieren. Es ist, als ob das alte Platz für das Neue machen muss. Diese Transformation kann herausfordernd sein, manchmal sogar schmerzhaft, aber sie ist unerlässlich für dein Wachstum und deine Entwicklung. Verweile nicht bei dem, was dich am Wachsen hindert. Du musst loslassen und Platz für Gutes schaffen. Um in dieser Energie nicht verloren zu gehen, solltest du nach deinem Gleichgewicht suchen und darüber nachdenken, was geschehen wird. Dort wirst du viele Antworten finden, warum die Dinge nicht so laufen, wie du es erwartet hast. Nur wenn du dir deines Lebens deiner Ziele und deines Wertes bewusst bist, kannst du die Wahrheit sehen. Auf diese Weise wirst du die Kraft finden, Informationen aus deiner Umgebung zu kanalisieren und deine Anpassungsfähigkeit zu stärken, um voranzukommen. Du wirst auch die Möglichkeit haben, gewisse Wahrheiten zu erfahren, die dir helfen werden, Menschen zu entlarven, die du als vertrauenswürdig empfunden hast. Du wirst erkennen, dass sie dir nicht erlaubt haben, zu gedeihen. Es sind Menschen mit negativer und belastender Energie, die jede revolutionäre Idee als Zeitverschwendung betrachten. Du musst dich vor solchen Menschen hüten. Wenn du keinen Fortschritt in deinem Leben verspürt hast, liegt es daran, dass du von schlechten Energien beeinflusst wurdest. Dein Erfolg wird von deiner Fähigkeit abhängen, dieser Opposition zu begegnen. Es gibt eine großartige Gelegenheit, die sich dir nähert. Du musst vorbereitet sein. Sie wird ohne große Verzögerung an dir vorbeigehen, ohne sich zu verbergen. Es handelt sich um eine unternehmerische Gelegenheit, die dir Erfolg verspricht. Aber bedenke, dass dieser Wandel es dir ermöglichen wird, in vielen Aspekten zu wachsen. Die Essenz eines langfristigen Erfolgs basiert auf deinen Tugenden aus der Vergangenheit. Es reicht nicht aus, früher erfolgreich gewesen zu sein oder vom Universum begünstigt worden zu sein. Du musst deine Fähigkeiten verbessern, in dich investieren. Nur so können tief verwurzelte Wünsche Wirklichkeit werden. Du musst deiner Intuition vertrauen und offen für das Lernen sein. Dein Weg wird lang sein, aber die Belohnungen werden groß sein, wenn du deine Entschlossenheit nicht verlierst. Es wird wirklich eine transformative Erfahrung sein, die es dir ermöglicht, auf eine andere Ebene zu gelangen, auf der du viele Dinge gleichzeitig tun möchtest. Ich empfehle dir, dein Wachstum schrittweise zu gestalten, setze mittel- und langfristige Ziele und arbeite an ihnen, wenn die anderen erreicht sind, denn wenn du dich darauf konzentrierst, alles auf einmal zu tun, wird es zu einer Erschöpfung für dich führen, und du wirst die bereits erreichten Fortschritte nicht sehen können. Sei ehrlich zu dir selbst und priorisiere das Ziel, das die meiste Energie und Wert in deinem Leben erzeugt. Hab keine Angst, dein eigenes Urteilsvermögen zu verwenden, um deinen Weg zu bestimmen. Wenn du deine Gefühle ignorierst und mehr an andere glaubst als an dich selbst, wirst du die Chancen verpassen, dein Leben zu verändern. Die Kompassnadel deines Lebens wird durch eine drastische Veränderung der Perspektive neu justiert. Der Weg vor dir wird frei, um Platz für etwas Neues zu schaffen. Es liegt an dir, wie du diese verfügbaren Chancen nutzen möchtest. Deine Glückszahl ist die Elf, die Träume, Hoffnungen, Ideale, Projekte und Sehnsichte repräsentiert, die sich von der Zerstörung zur Erneuerung manifestieren werden. Die Lesung ist mit der Energie des Sternzeichens Zwillinge geladen, die von Natur aus Neugier und Vielseitigkeit widerspiegeln. In diesem Fall werden sie deine Schlüsselelemente für den Erfolg sein. Der Planet, der die Lesung regiert, ist Neptun und steht für Verwirrung und Täuschung. Wie bereits erwähnt, betrifft dies die Menschen, die nicht ehrlich zu dir sind und dich mit schlechten Schwingungen anstecken. Du musst daran arbeiten, bevor du irgendetwas anderes tust, denn sowohl in den Karten als auch in den astrologischen Würfeln spiegelt sich diese Situation deutlich wieder. In der Liebe, selbst in einer Beziehung, ist es wichtig, dass jeder seinen Raum hat. Die Liebe erfordert kein Einfordern, sondern erlaubt und schenkt. Wenn du Single bist, wird bald deine Seelenverwandte auftauchen, die Leidenschaft wird entfacht werden. Du wirst bald Neuigkeiten von dieser Person erhalten. Wenn du in einer Beziehung bist, erinnere dich daran, dass ein Gleichgewicht vorhanden sein muss. Liebe bedeutet nicht immer, in allem einer Meinung zu sein. Eine großartige Beziehung ist eine, die unterstützt und ergänzt, niemals herausfordert oder aufzwingt. Dein Schutzengel möchte dir Folgendes mitteilen, ein neuer Begleiter wird in dein Leben treten. Ein zufälliges Treffen ist kein Fehler. Es ist göttlich orchestriert, um die Räder in Bewegung zu setzen, um deine Gebete zu erfüllen. Achte genau auf die neuen Menschen, die dir in dein Leben schicken. Du wirst sie an ihrem Gefühl der Vertrautheit, des Komforts und der Sicherheit erkennen. Um diese Energie zu verstärken, Schreibe bitte den folgenden Satz in die Kommentare, jeden Tag stehe ich in der Gewissheit auf, dass das Universum mir alles gibt, was ich brauche. Möge der Wohlstand und der Reichtum, den du verdienst, kommen. Diese Lesung wurde mit Liebe und Licht durchgeführt, vielen Dank, dass du bis hierher gekommen bist. Für weitere Informationen über dein Schicksal, abonniere, gib einen Daumen hoch und teile dieses Video.